Nicht sehr viel, weil wir haben nicht den Weserkurier. Aber sonst schon, wenn ich bei meinen Großeltern bin, dann lese ich mal Zeitung, ja. Und dann eher den Weserkurier? Ja, genau, immer den Weserkurier. Mein Opa hat sonst keine anderen Zeitungen. Und achtest du beim Lesen der Zeitung auf die Gestaltung, also wie sie gemacht ist? Eigentlich nicht so, nee. Ich blätter einfach durch und dann lese ich das, was mich interessiert, aber ich achte nicht so sehr auf den Aufbau davon. Und welche anderen Medien benutzt du noch, um dich zu informieren? Internet. Meistens. Also wenn ich irgendwie für die Schule irgendwas wissen oder ich gucke einfach auch irgendwelche News, weil wir halt den Weserkurier nicht zu Hause haben und ich bin selten bei meinen Großeltern, dann gucke ich irgendwie im Internet nach oder so. Und findest du das Medium Zeitung noch zeitgemäß heutzutage? Ja, schon. Kannst du das begründen oder ist es einfach so spontan? Ja, spontan jetzt so. Okay. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Welche Zeitung liest du? Ich lese RGA, ich selber komme aus Remscheid, ich mache hier gerade Praktikum, also halt Lokalblatt und ich lese den Spiegel regelmäßig, den habe ich im Abo. Achtest du beim Lesen auf die Gestaltung der Zeitung? Mir geht es, glaube ich, eher um die Inhalte. Und welche Medien benutzt du noch, um dich zu informieren? Hauptsächlich Internet, würde ich mal sagen. So Tagesschau.de, Uli ist noch ganz nett. Ja. Und findest du das Medium Zeitung noch zeitgemäß? Auf jeden Fall, weil die Informationen, die es da gibt, die sind halt gut recherchiert. Und im Internet ist es immer so eine Sache, da muss man immer so ein bisschen selber gucken, wie gut das jetzt vom Hintergrund her ist.